Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Amazon FBA bei Markus. In dem Video heute geht es um Sicherheit und ich muss selber gucken, wo ich hier lang laufe. Um Sicherheit, aber beim Bestellen, bei der Beschaffung, wenn du endlich für deine geniale Produktidee so am Suchen bist, wer es dir herstellt, wer dir das Produkt liefert, dann bist du vor die große Aufgabe gestellt, einen Lieferanten zu finden. Und das wahrscheinlich in China, dort, wo die meisten Alltagsgegenstände heutzutage herkommen und am günstigsten produziert werden. Es heißt aber auch, du musst eine große Menge Geld überweisen an jemanden, den du vielleicht bisher nur kennst von Chats, im WhatsApp oder in irgendeinem anderen Messenger und das Gesicht noch nicht mal gesehen hast. Und das stellt viele vor eine große Aufgabe. Und in dem Video will ich dir hier ein Trick zeigen, den ich auch selber erst kürzlich gelernt habe, der sehr, sehr interessant ist, gerade um ein bisschen mehr Sicherheit und Selbstvertrauen in diese große Aufgabe zu bringen. Und dafür schauen wir auf die beliebte Einkaufsseite Alibaba.com, wo du einfach die meisten Bezugsquellen finden kannst und wo es so einfach ist, nach Herstellern zu suchen. Und dafür springen wir jetzt auf meinen Computer, schau mir über die Schulter, wenn ich es dir zeige. Und wenn du schon dabei bist, dann klick unter dem Video auch auf Abonnieren, auf das Glockensymbol daneben. Falls du noch nicht gemacht hast, ist jetzt die Chance, dann gehörst du zur größten Amazon-Community hier im deutschen YouTube. Also auf geht's ins Video. Beginnen wir das Video aber mal direkt mit ein paar einzelnen Klicks, die direkt Zuversicht geben, dass du es wirklich mit einem sehr zuverlässigen Lieferanten zu tun hast. Ich habe darüber schon in der Vergangenheit Videos gemacht, deswegen halten wir es hier kurz. Hier sind wir direkt auf der Alibaba-Webseite und ich habe mal in die Suche schon mal ein Produkt geworfen, was wir in einem meiner letzten Produktsuche-Videos identifiziert haben als durchaus interessant. Und da wäre natürlich der nächste Schritt, es zu beschaffen, es zu suchen. Wer kann es liefern? Und dafür ist natürlich naheliegend, die Suche zu benutzen und zu gucken, welche Lieferanten es gibt. Aber es gibt eben ein paar mehr Möglichkeiten, um noch mehr Sicherheit zu kriegen. Einfach, indem man einen Haken hier in die Checkbox setzt. Das ist direkt hier. Und zwar Alibaba Trade Assurance. Das ist Alibabas Programm, wo sich der Lieferant erstmal qualifizieren muss, um in das Programm zu kommen, weil es ist nämlich eine Absicherung, wo du über Alibaba eine Versicherung abschließt, dass alles wie besprochen abläuft und geliefert wird. Falls nicht, gibt es das Geld zurück und mit diesen Haken setzt du automatisch einen Filter und es zeigt dir nur die Hersteller an, die in dem Trade Assurance Programm sind. Und weil es dort um Geld geht, will Alibaba natürlich selber gucken, dass sie es mit zuverlässigen Lieferanten zu tun haben. Die werden geprüft und nur bei erfolgreicher Prüfung in das Programm überhaupt aufgenommen. Und dann gibt es auch noch Verified Supplier. Das würde ich auch gleich nochmal setzen. Das heißt, das ist zusätzlich nochmal ein Schutz. Das ist auch nochmal ein Logo, was der Lieferant bekommt, wenn er von Alibaba überprüft wurde, um zu sehen, dass die Adresse echt ist, dass es ein Hersteller ist, der auch tatsächlich Produktion hat und so weiter, wird eine ganze Checkliste durchgeguckt, erst dann gibt es den Badge und das gibt dir automatisch schon mal eingangs ein bisschen Sicherheit. Ich suche jetzt mal ein direktes Produkt aus, wo ich sage, es passt auch für dieses Holzpuzzle, was wir letztes Mal gesucht haben, das zum Beispiel, ziemlich cool. Also das ist so ein 3D-Puzzle aus Holz. Das ist eine Eisenbahn, eine Dampflokomotive, die man hier zusammensetzen kann. Nicht dieses normale Kartonpuzzle, was man kennt, sondern einfach mal eine neue interessante Variante. Und was mir hier auffällt, also erstmal, du siehst, der Hersteller ist ganz offensichtlich in China. Und jetzt steht hier 11YRS, das heißt 11 Jahre. Der ist seit 11 Jahren auf Alibaba gelistet. Und du kannst dir vorstellen, was das bedeutet. Wer seit 11 Jahren auf Alibaba gelistet ist, von Alibaba überprüft wurde und Teilnehmer im Alibaba Trade Assurance im Versicherungsprogramm ist, der hat sich seinen Account schwer erarbeitet. Wenn ich hier mit der Maus drüber gehe, bekomme ich es auch nochmal eingeblendet. 11 Jahre, 11 Years of Operation,
Der Anbieter hat auf Alibaba vor 11 Jahren gestartet. Und es gibt Leute, die haben die Angst, weil sie wahrscheinlich noch nicht den tiefen Einblick hatten, wie sowas abläuft, dass sie aus China schlechte Ware bekommen und der Hersteller in China sagt, egal, mein Kunde sitzt in Deutschland, was soll er schon machen? Ich warte einfach auf den nächsten Kunden. Aber einen Kunden zu kriegen, ist nicht nur für dich als Amazon-Händler eine große Aufgabe. Stammkunden zu kriegen und zu halten, das ist noch eine viel wichtigere Aufgabe. Und die Hersteller, die leben von Stammkunden, weil die erste Bestellung ist häufiger klein und hat jede Menge Konversation vor sich, wo du genau absprichst, wie viel Stück du haben willst, zu welchem Preis, was ist die Qualität, was sind die Produkteigenschaften, was sind die Versandbedingungen, kann man Logo drucken, wie sieht die Verpackung aus. Da schreibt der Hersteller Mail after Mail after Mail, um hinterher hoffentlich einen Verkauf zu machen. Das ändert sich aber schlagartig mit deiner zweiten Bestellung, wenn sich dein Artikel erfolgreich verkauft hat und du nachbestellen musst, dann ist das alles geklärt. Dann sagst du nur noch, genau wie beim letzten Mal, diesmal aber doppelt so viel Ware überweist und bekommst die Ware ins Amazon-Lager geschickt. Und da fängt es an, auch so richtig rentabel für den Hersteller zu sein. Und deswegen ist ein Stammkunde, der wieder bestellt und das vielleicht sogar über Jahre, so viel mehr wert als irgendein Händler, der jetzt eine kleine Menge für die erste Bestellung ordert. Und deswegen müssen sich auch Hersteller anstrengen, den Kunden gerecht zu werden. Und für die gibt so ein Alibaba-Account mit solchen guten Daten auch schon einiges an Vorschusslorbeeren, was natürlich automatisches Vertrauen und Werbung ist. Und deswegen kannst du davon ausgehen, dass Hersteller auch sehr viel Konzentration da reinlegen, so einen Account zu pflegen, Kunden glücklich zu machen und dann auch so ein gutes Bewertungsprofil von 4,8 von 5 Sternen aufzubauen. Also das mal hier als erste Übersicht in die klassische Suche auf Alibaba, wenn du dir einen Hersteller raussuchst, bei dem du eine Anfrage stellst, das sind die absoluten Qualitätsmerkmale. Und um das mal in Zahlen zu fassen, letztes Jahr haben 231 Millionen Kunden auf allen Alibaba-Plattformen zusammen knapp 250 Milliarden Dollar ausgegeben. Eine Riesenmenge Umsatz und ein guter Teil fällt zurück auf Stammkunden, die immer und immer wieder kaufen. Und um das noch weiter herauszustellen, wie gut Lieferanten auf Alibaba tatsächlich sind, gibt es jetzt ein neues Programm, das heißt Elite Partner Event. Das wird für jeden Monat neu rausgerollt. Da bekommst du sozusagen einen Auszug der Creme de la Creme, der besten und innovativsten Alibaba-Hersteller zusammengestellt. Und zwar ist das eine Top-10-Liste für Hersteller, die sich dafür qualifizieren. Und das sind die Anforderungen. Du musst mindestens ein Bewertungsprofil haben von 4,9 aus 5 Sternen, also schon mal absolut hoch. Dein Versand muss ähnlich hoch bewertet werden, und zwar von 4,82 aus 5 maximalen Punkten, die Kunden dafür bewerten. Und die durchschnittliche Antwortrate muss bei über 94% liegen. Und die Hersteller müssen über 10 Jahre Erfahrung aufweisen. Also das sind die absoluten Top-Lieferanten auf Alibaba. Und das ist hier die Juni-Ausgabe. Die wird, wie gesagt, jeden Monat neu zusammengestellt. Und was haben wir hier diesen Monat gehabt? Das sind hier beim ersten Hersteller Hygiene- und Schutzprodukte, wie es aussieht. Beim nächsten, was ist das? Lampen, wie es aussieht. Da wird als Beispielprodukt eine Stirnlampe und ein Laserpointer gebracht. Aber diese Hersteller, die haben meistens natürlich einen riesen Katalog aus Produkten, typischerweise angesiedelt in einer bestimmten Nische. Hier ist dann wahrscheinlich Beleuchtung. Dann haben wir hier jemand, Dorwin, der macht Fensterrahmen, wie es aussieht. Und hier jemand, der macht Sofas. Nicht unbedingt ideal, was ich euch empfehlen würde als Amazon-Produkt zum Verschicken, aber vielleicht kommt ja noch was. Hier schon eher, das sind Filter. Also wer häufiger Produktsuche auf Amazon macht, weiß, wie gut Filter laufen. Alle möglichen Filter, Wasserfilter, Luftfilter. Und das sind natürlich Kunden, die auch bei dir immer wieder neu bestellen, weil so ein Filter, der wird alle paar Wochen wieder ausgetauscht. Und Händler, die mit Filtern handeln, die haben selber dann Stammkunden, die immer wieder bestellen. Sehr, sehr gut. Dann offenbar ein Hersteller von Smartwatches.
dann jemand, der Scharnieren und Griffe macht für Möbel. Dann haben wir noch Naturkosmetik. Wer meine Videos guckt, weiß, das empfehle ich nicht unbedingt aus China zu kaufen. Sowas sollte man aus Haftungsgründen lieber aus der EU beziehen. Da gibt es genug Hersteller für. Aber hier zum Beispiel Katzenspielzeug, Tierprodukte, absolut ideal. Vielleicht gucken wir uns den gleich mal näher an. Dann haben wir hier Kleidung. Was ist das? Autokühlschränke. Okay, Sportartikel. Das ist auch was, wo ich reingucken würde. Also das ist auf jeden Fall eine Liste, die ich dir empfehlen könnte, allein mal, um dir Ideen zu sammeln. Wenn du gerade auf der Produktsuche bist, dann macht es auf jeden Fall immer Sinn, auch mal zu gucken, was verkauft sich gut, was für zuverlässige Lieferanten wie hier gibt es, was für Produkte bieten die an, was könnte ich davon gut auf Amazon verkaufen und Fitness, gerade Fitness für zu Hause, ist seit Corona ein absolut heißes Produkt, war es vorher schon, aber jetzt noch umso mehr, wo Leute immer noch Hemmungen haben, in die Fitnessstudios zu gehen oder die Fitnessstudios begrenzt sind. Deswegen ein sehr, sehr interessantes Produkt. Und was haben wir hier? Accent Switzerland, die machen offenbar Duscharmaturen, Toiletten. Accent Switzerland hört sich an, als ob das ein Hersteller aus der Schweiz ist. Auf Alibaba kann das sein. Ich will das Video nicht unnötig lang machen. Ich gucke gerade mal nach und melde mich gleich wieder. Ja, grüezi wohl in die Schweiz. Also, da hat sogar ein Schweizer Hersteller reingeschafft. Deswegen, es sind nicht nur chinesische Firmen hier drin. Es können Unternehmen aus der ganzen Welt sein, weil auf Alibaba hast du auch Unternehmen aus der ganzen Welt. Springen wir nochmal zurück auf die Liste mit dem Holzpuzzle, was ich gerade gesucht habe. Das siehst du auch direkt hier. Du kannst hier, wo die Filter setzen, kannst auch das Land einschränken. So viele fragen mich auch immer, wo sie Produkte finden können, wenn es nicht China sein soll, zum Beispiel Indien. Auf Alibaba.com. Alibaba ist kein Händler, kein Hersteller. Alibaba ist eine Verkaufsplattform, wo Händler aus aller Welt und Hersteller aus aller Welt anbieten. Das tun sie auch. Und da kannst du eben auch aus Indien oder, wie wir gerade gesehen haben, aus der Schweiz Hersteller finden. Aber gucken wir jetzt ruhig nochmal die anderen an, zum Beispiel hier diesen Haustierzubehörhersteller. Und so sieht es also aus, wenn man dann auf den Shop guckt. Und da kannst du hier direkt auf Products klicken und entweder in die Kategorien gehen und siehst, was er anbietet, oder auf alle Kategorien und siehst alle Produkte. Und du siehst hier, der ist schon komplett konzentriert auf Haustierzubehör, hauptsächlich auf Hunde- und Katzenzubehör. Das heißt, wenn das eine Nische ist, die dich interessiert, kannst du auch den Weg gehen, kannst gucken, was für Hersteller empfiehlt Alibaba und gucken, was die so herstellen. Das gucken wir uns mal an. Hier kann man sich übrigens noch ein Image-Video über den Hersteller ansehen und sehen, wie er produziert. Und hier unten gibt es, glaube ich, auch noch mal ein paar Daten darüber. Ja, da sind sie. Da siehst du auch noch mal etwas. Und zwar, dass der unter 5 Stunden Response-Time hat. Also der antwortet sehr schnell auf Mails. Jeder, der schon mal Produktsuche gemacht hat, weiß, dass es nicht immer so ist. Es gibt Hersteller, die antworten gar nicht oder die antworten einmal am Tag oder zwei Tage. Das ist schön, dass jemand wirklich schnell schreibt. Knapp 95% Antwortsrate, 99,1% pünktliche Lieferung und über 600.000 Dollar Umsatz, die er hier gemacht hat. Also schon mal ein sehr, sehr gutes Bild. Und jetzt kann man sich angucken, was der hier anbietet. Was ist das denn? Pet Care Cup, Dog Water Bottle, eine Hundewasserflasche. Könnte das ein interessantes Produkt sein? Ich weiß noch nicht, wie es funktioniert. Gucken wir mal auf die Bilder. Ah, okay, interessant. Das ist also eine Wasserflasche für unterwegs. Und Hunde können bekanntlich schlecht aus dem Strohhalm trinken oder aus der Flasche selber. Aber das ist eine Flasche mit integrierter Schale und offenbar auf Knopfdruck kommt das Wasser raus. Sehr interessantes Produkt. Also das finde ich schon mal interessant. Da müsste man tatsächlich gleich mal gucken auf Amazon.de, ob solche Teile schon verkauft werden. Weil ich kann mir vorstellen, dass Leute das absolut kaufen, gerade im Sommer, dass der Hund unterwegs ein bisschen Wasser hat. Also sehr, sehr interessant. Und so könntest du dich jetzt hier durch die Lieferanten klicken und hier oben im Bereich Produkte auf die einzelnen Kategorien gehen und sehen, was der Hersteller denn alles so im Programm hat und ob du da Inspiration findest und dann mal auf Amazon.de nachschaust, wie die Umsätze so in den Nischen aussehen, ob das ein Produkt ist, was sich für dich lohnt.
Also, das ist meine Empfehlung, falls du bisher nicht so sicher warst, wie es mit der Vertrauenswürdigkeit von den Herstellern aussieht. Du siehst, mit ein bisschen Recherche findest du dort schon mal sehr, sehr gute Hersteller in China. Das ist der Weg, den ich dir empfehlen kann. Ich hoffe, das war interessant für dich. Du hast ein bisschen was Neues gesehen. Wenn dem so ist, hau auf den Like-Button, lass mir ein Like da. Freut mich, immer ein bisschen Feedback von dir zu bekommen. Apropos Feedback. Im letzten Video habe ich einen von euren Kommentaren unter meinen Videos vorgelesen. Würde ich sagen, wiederholen wir doch mal. Schauen wir mal, wie es ankommt. Also, RT schreibt vor einem Tag, wie fügt man Produkte hinzu, bei denen ich die Marke nicht registriert habe? Und das ist eine sehr gute Frage, weil das ist tatsächlich seit einer Weile ein Problem auf Amazon. Amazon will nicht so einen riesen Wildwuchs von Listings, die immer wieder das gleiche Produkt anbieten. Das möchten die möglichst zusammenfassen. Aber Private Label funktioniert immer noch. Wenn du eine eigene Marke hast, kannst du auch ein eigenes Listing erstellen. Du musst die nicht beim deutschen Patentamt angemeldet haben. Idealerweise hast du schon einen Logodruck auf dem Produkt. Falls nicht, geht es aber auch. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, jeder in meinem Kurs, der ein Produkt startet, auch ohne Logo auf dem Produkt, bekommt sein Listing freigeschaltet. Das ist auch heute noch so. Die Antwort ist Hartnäckigkeit, Amazon kontaktieren, Support anrufen, Rückrufe bestellen lassen. Und ein guter Tipp für solche Fragen, höchstwahrscheinlich gibt es schon ein Video dazu auf meinem Kanal. Klick einfach mal auf Videos und scroll hier durch, ob du was dazu findest. Gehen wir mal ein Produkt hinzufügen und da siehst du die Treffer und vor einem Jahr habe ich ein Video gemacht, Amazon erlaubt keine neuen Produkte oder Marken mehr, Fragezeichen, Fehlercode 5665. Das Video bezieht sich genau auf die Frage und hat die Lösung auch drin. Also wenn du eine Frage hast, schieß sie in die Kommentare hier drunter. Ich gehe auf so ziemlich jede Frage ein hier. Und genauso, wenn du einfach ein Lob loswerden willst, freue ich mich auch immer, von dir in den Kommentaren zu sehen. Also hab eine großartige Woche, viel Erfolg beim Vorbereiten von deinem Amazon-Business und bis zum nächsten Video.